Wenn ihr genug von der immer gleichen Autoleben-Welt in diesem Sims 4 habt, gibt es jetzt eine neue Modifikation für euch. Der Simmer Nando hat eine umfangreiche Mod erstellt, mit der eine neue griechische Welt ins Spiel hinzugefügt wird. Griechische Landschaften und die dazugehörige Architektur ist etwas, was man bisher in The Sims 4 vermisst hat, und auch schon in den Vorgängerteilen gab es bisher wenig Griechisches im Spiel. Das wird wohl mitunter ein Grund sein, warum sich der Modder Nando dazu entschieden hat, Granite Falls aus dem Outer-Leben-Gameplay-Pack mit seiner Eigenkreation Cimitarrhini zu ersetzen. Nachdem ihr die Mod installiert habt und das Spiel startet, werdet ihr schon auf der Weltenkarte erste Veränderungen feststellen können. Neben der Welt an sich wurde auch die Karte überarbeitet. Auch das Weltensymbol hat einen neuen Look erhalten, von dem wir direkt nach unten in die griechische Kleinstadt schauen können. Die Tannen, die wir schon seit Ewigkeiten kennen, sind weg. Stattdessen kann man in der Welt viele Dekohäuser mit blauen Dächern, Parkplätze, Eisenbahnschienen und Liegestühle, die es zum Zeitpunkt des Gameplay-Packs im Jahr 2015 noch gar nicht gab, finden. Leider kann man die kleine, unverwinkelte Stadt, die man im Hintergrund sieht, nicht betreten. Das Hauptgeschehen spielt sich weiterhin im gleichen Gebiet wie vorher in Granite Falls ab. Doch nicht nur das Aussehen hat sich geändert, auch vom Gameplay kann man hier an ein paar Aktivitäten teilnehmen. Beispielsweise lässt sich hier die Festivalbühne aus dem Juni-Update nutzen, die sich im urigen Stadtkern mit verschiedenen Sitzmöglichkeiten befindet. Wer aber nicht komplett auf das Campen-Gameplay verzichten kann, findet weiter hinten in Cimitarrhini trotzdem noch zwei kleine Zelte, mit denen man draußen im Freien übernachten kann. Auch kann man über die Galerie sehr viel schöne, im griechischen Stil gehaltenen Häuser herunterladen, die vom Aussehen perfekt in den Stil dieser Welt passen. In manchen von diesen sind ebenfalls die in der Modifikation enthaltenen neuen Objekte verbaut worden, von denen es insgesamt 45 Stück gibt. Hier seht ihr eine Übersicht aller neuen Objekte, es sind neue Sitzmöbel, ein kleiner Tisch, verschiedene Dekoobjekte wie neue Pflanzen oder ein Bücherregal vorhanden. Auch neue Fenster und Türen stehen zur Verfügung, mit denen man sehr gut ein eigenes griechisches Häuschen zusammenzimmern kann. Mein absolutes Highlight ist aber diese Kerze, die mir wirklich gut gefällt und vermutlich bald in jedem meiner Häuser platziert wird. Aber auch dieser kleine Holzpavillon, welcher in verschiedenen Größen bereitsteht, findet im Garten der Sims bestimmt öfters Verwendung. Wenn ihr euren Sims mal wieder eine Auszeit gönnen wollt und genug vom immer gleichen Granite Falls habt, solltet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung vorbeischauen. Die Atmosphäre dieser Welt ist wirklich klasse. Ich finde es immer interessant zu sehen, wenn die klassischen Nadelbäume in dieser Region mit einem anderen Weltenthema ersetzt werden. Natürlich funktioniert das Pack aber nur, wenn ihr das erste Gameplay-Pack auch wirklich installiert habt. Die Modifikation steht erst ab dem 19. Dezember für alle Spieler kostenlos zum Download bereit. Um die Mod früher zu erhalten, müsst ihr Nando für 4,50 € bei Patreon unterstützen. Wenn ihr gerne ein Pack nach Wahl gewinnen wollt, gibt es auf Instant Gaming ebenfalls wieder ein neues Gewinnspiel. Aber auch sonst könnt ihr hier auf viele Packs ordentlich sparen, schaut einfach in der Beschreibung vorbei. In der neuesten Folge Sim gehört hingegen geht es über das letzte große Update und das neue Männermodeset, über die ich mit meinem Kollegen Micha von simtimes.de gesprochen habe. Auch diesen könnt ihr euch in der Beschreibung anhören. Was denkt ihr über diese Modifikation? Werdet ihr euch diese genauer ansehen, wenn sie für alle Spieler erscheint? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.